Ich bin in Tokaboka, das heißt Lifehacks. Lifehacks. Da gibt es ja doch was. Ich freue mich mega. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Oh! Ah, wie cool ist das denn? Warum hast du jetzt? Oh nein. Hä? Ah, oh nein. Hey Leute, was geht? Kann ich hier mal spielen bei Apps und Games? Und Leute, ich bin in Tokaboka, das heißt Lifehacks. Lifehacks. Und zwar... Also auch andere Secrets und so. Also ich habe auf jeden Fall gehört. Also ich habe nicht gehört, ich habe gesehen. Ich bin heute Morgen aufgestanden und war so... Da gibt es ja doch was. Mhm. Da gibt es was bei Tokaboka. Und zwar ist das ein Sneak Peek von irgendeinem Update. Wow. Ich weiß nicht, was genau das sein soll. Also was genau das ist. Deswegen würde ich mal sagen, Leute, wir gehen mal einfach nochmal drauf und wir gucken, was da wirklich ist. Ist es nicht eine gute Idee? Ich finde schon. Also das ist quasi ein Sneak Peek. Wir wissen nicht genau, was es ist. Aber wir gucken einfach nochmal. Hier steht, what's coming soon to Toka Life World? Also was wird bald zu Toka Life World kommen? Wir kriegen einfach nur so ein Video mit anscheinend, oh mein Gott, wenn es... Also, entweder ist es so ein Furniture-Pack, also so ein Möbel-Pack, was so auch richtig neu ist. Oder, Leute, es ist eine neue Location. Mhm. Anscheinend mit Yoga. Oder ist es ein neues Haus? Es wäre auch so cool, wenn es so ein Yoga-Haus wäre. Weil zum Beispiel, ich sehe hier auf jeden Fall, also ein Fernseher ist neu. Der Fernseher ist neu. Genau, ich glaube, die Kommode ist da auch neu, die da total so ist. Die Pflanze ist natürlich neu. Hm. Die DVD, die Yoga-DVD ist auch neu. Und na klar, dieses Vieh auf jeden Fall, was da drauf steht, ist auch neu. Und ich freue mich wirklich einfach nur... Ich weiß halt nicht, was es sein soll. Sorry, aber das sieht aus wie vielleicht ein Fitnessstudio. Und so ein Yoga-Fitnessstudio, es kann sein. Oder so ein Spa-Relaxing-Yoga-Studio, weil es sind auf jeden Fall hier Crumpets mit so... Sporthanteln und so ein bisschen mit so einer Yogamatte. Who knows to keep it calm? Wer weiß es, sich zu beruhigen? Hm. Ich würde nur sagen, no? Okay, ich weiß jetzt nicht, ob was es tatsächlich bringt, dass ich diese Sachen hier mache. Can you guess what's next up in Toka Life World? Kannst du erraten, was als nächstes kommt in Tokaboka? Ich weiß es nicht. Und das sieht jetzt auch so mehr so asiatisch aus. Ist es irgendwie so eine Sushi-Bar oder so? Was kann es denn sein? Also auf jeden Fall, ich würde halt mehr sagen, so irgendwas mit Yoga, Smoothie. Fitnessstudio? Leute, ich glaube, haben wir überhaupt ein Fitnessstudio? Ich glaube, wir haben kein Fitnessstudio. Also wir haben schon ein Fitnessstudio in diesem Wasserpark, in diesem Wassermelonen-Wasserpark. Ich glaube, das ist kein Fitnessstudio dort oder so ein Fitness-Store, also so ein Laden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, so ein richtiges Fitnessstudio haben wir nicht. Und so richtig so mit Yoga und so. Ach, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir müssen jetzt gucken, welche Schildkröte wir nehmen sollen. Ich nehme mal die hier. Okay, alles klar. Ich bin auf jeden Fall bei der richtigen Seite. Okay, das ist alles, was wir schon gesehen haben tatsächlich. Das sind die anderen Toka Life World Hacks, die mittlerweile schon so... Die meisten davon kennen wir einfach. Ich freue mich, wenn es ein Fitnessstudio ist. Ich freue mich mega. Es wäre richtig cool, wenn es eine neue Location ist, auch mit Fitnessstudio. Oh mein Gott, Leute. Oh, ich hab euch wirklich gehauen. Schon wieder. Ja, Leute, aber ich würde mal sagen, wir können jetzt schon mal so langsam zu den Lifehacks gehen. Ich habe richtig Bock drauf, euch welche zu zeigen. So, genau, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall in Tokaboka und wir müssen erstmal zu dem Müllhof gehen. Also ich nenne es mal Müllhof, die Katzenmüllhof. Da bräuchten wir auf jeden Fall einen Sloth-Anzug, also quasi einen Faultier-Anzug. Also so ein Faultier-König ist das. Weiß ich auch nicht, wer das ist und so, wer das sein soll. Wir brauchen das auf jeden Fall, damit wir uns reinhacken können. Also ja, hier, genau. Ich weiß halt nicht, ob ihr das für euch wüsstet, aber hier ist auf jeden Fall noch so ein Anzug, was wir auf jeden Fall brauchen. Ich würde es, glaube ich, mal hier so mitnehmen. Und hier, Katja, du kannst es mal halten. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Und wir gehen jetzt zu der Post. Wir gehen jetzt zu der Post. Da gibt es auf jeden Fall was wir noch machen können. Man kann sich da reinbacken. Komischerweise nur in diesem Anzug. Ich glaube, ihr habt bemerkt, ich liebe es einfach nur, wenn man irgendwo hängen bleibt und einfach nur so richtig so magnetisch wird oder so, weiß ich nicht. Und wir brauchen auf jeden Fall, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, die Ebene mit den drei Kartons. Ich hoffe, ich habe die. Ich weiß nicht, welche genau das waren. Ich weiß nicht, ob das richtig relevant ist, dass man genau nur die Kartons hat. Aber ich finde jetzt die einfach nur erstmal und dann gucke ich mal, was es noch so gibt. Ja, genau die anscheinend. In diesem Anzug sollte man quasi hier sich... Irgendwie... Leute, ich glaube, ich wurde... Wurde ich ge... Nein. Vielleicht soll ich eine andere Ebene nehmen, oder wie ist das? Ich glaube, nee, aber ich glaube doch die. Hm. Ich glaube die. Oder soll ich halt vielleicht hier so? Oder brauche ich die eine nicht?
Leute, ich glaube, das funktioniert nicht, weil es kann doch nicht sein. Oh mein Gott, ich habe mich so wirklich gefreut. Ja, das Problem ist auf jeden Fall bei Toca Boca, manche Sachen wirklich nicht funktionieren, indem man, Wow. Ich wollte gerade sagen, dass das Problem in Toca Boca ist, dass man zum Beispiel so am Handy das nicht hinkriegt, aber dann zum Beispiel so auf dem PC oder auf dem Tablet das hinkriegt oder andersherum. Cool! Warte mal, ich bleib einfach nur hier hängen. Warum auch immer. Es ist genau nur die Stelle. Boah, Leute, ich liebe es. Ich liebe es. Boah, ich liebe sowas. Guck doch mal, Leute, ich hänge einfach nur irgendwo in der Luft. Ah! Wie cool ist das denn? Das kann man sehr wahrscheinlich für irgendwas dann benutzen. Also hier zum Beispiel, ich stehe einfach nur hier drauf, da oben und so. Keiner sieht mich. Kann ich hier vielleicht stehen? Nee. Komischerweise kann ich nicht hier unten stehen, nur da oben. Es ist auf jeden Fall nur hier oben, finde ich aber richtig gut. Also finde ich sehr interessant. So, ich werde jetzt einfach nur meinen Faultieranzug wieder ausziehen. Und wir gehen jetzt erstmal in die Schule. Weil in der Schule gibt es auch noch ein richtig cooles Versteck, wovon ich gar keine Ahnung hatte. Und ich hoffe, das funktioniert auch bei mir, weil das ist auch eigentlich ein Bug oder so. Ich weiß nicht. Oder vielleicht ist es ein Lifehack und so, was man halt so auch eigentlich schon wusste. Ich wusste es nicht. Es ist nicht in der Schule, es ist genau auf dem Schulhof. Es ist auf dem Schulhof und da gibt es auf jeden Fall so einen Baum, wo man quasi sich dahinter verstecken kann. Also auf jeden Fall nehme ich einfach nur mal hier die ganzen Sachen weg, weil die brauchen wir nicht. Ich nehme mal mich hier hin. Da bin ich. Und anscheinend kann ich mich... Wow. Ich kann mich wirklich hinter dem Baum verstecken. Anscheinend bin ich jetzt einfach nur hier. Das kann ich so gut für irgendwas benutzen. Für irgendwas? Ihr wisst exactly. Ihr wisst genau, wofür ich das benutzen kann. Und ich werde auch das dafür benutzen. Ich werde es für Heidezeugs benutzen. Oh mein Gott, ich freue mich drauf. Guck doch mal, ich bin einfach nur weg. Ich bin einfach nur weg. Wo bin ich? Wo bin ich? Wer ist diese Person? Ich bin einfach nur weg. Also ich kann mich quasi hier so reinsetzen und dann einfach nur so... Wow. Dann packe ich einfach nur den Mann hier einfach nur hier zwischen und so. Das ist einfach nur ganz normal mit den Handys und so. Ja, das hat er auf jeden Fall auch so. Und keiner merkt irgendwas. Keiner merkt irgendwas, wo ich eigentlich bin. Boah, Leute, wir müssen wirklich einen Sieg spielen. Ich habe so viele coole Verstecke, Leute. Wenn man einfach nur hier so alles so wegnimmt und so und dann einfach nur so aus Versehen so, hä? Wo kommst du hin? Und warum hast du jetzt? Oh nein, warum hattest du gerade einen Schnurrbart? Einfach nur so richtig random einfach nur draufklicken, dann komme ich da raus. Aber ich meine, warum komme ich da raus und warum bin ich überhaupt da? Das ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall sehr coole Verstecke. Finde ich mega. Einfach nur mega, Leute. Mega. Ja, und wir gehen jetzt zu dem nächsten Hack. So, der nächste Hack ist tatsächlich mehr so ein Secret. Also, ich wusste es nicht. Ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Aber wir gucken mal, ob es wirklich funktioniert. Weil ich war auch wirklich so, hä? Also, auf jeden Fall geht man hier in diese Wohnung. Hier auf der ersten Ebene. Also, auf der ersten Etage. Mhm. Eine Etage, zweite Etage. Und anscheinend gibt es auch, Leute, noch eine Etage extra. Und ich war gerade so... Wow. Hä? Ist das? Ich habe wirklich nie wirklich drauf gedrückt und ich dachte mir auch schon so, hä, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Das kann doch wirklich nicht wahr sein, dass man hier quasi noch einen Knopf hat. Das sind so coole Secrets einfach nur, wovon ich irgendwie gar keine Ahnung hatte. Vielleicht hattet ihr auch Ahnung davon und vielleicht wusstet ihr das auch schon, aber ich wusste es nicht und deswegen fand ich es einfach nur richtig interessant. Wir haben hier einen Crumpet, der richtig cool aussieht und so, der so richtig so eine Dance-Floor-Fläche hat hier. Richtig hier am App-Dancen ist, finde ich wundervoll. Sehr schön. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass es hier ein Crumpet gibt, was auch so richtig süß aussieht. Ich finde es richtig cute. Mega. Und ich würde mal sagen, Leute, ich meine, ich habe schon eigentlich gerade viel geredet, Leute, und ich würde vielleicht mal sagen, wir könnten auch mal mit den Hacks anfangen. Warum ist es Nacht? Wir gehen jetzt auch nur in irgendein Haus. Ich mach mal Downtown Loft. Das ist total egal, welches Haus das ist. Ich weiß nicht, was ich da letztens gebaut habe. Deswegen, wir gucken jetzt mal nach. Es gibt auf jeden Fall... Nein, ich musste doch nicht in Downtown Loft. Ich weiß doch genau, was ich machen möchte. Und das ist nicht in Downtown Loft, was ich machen möchte. Das ist so doof von mir, Leute. Ich bin einfach nur so, ich vergesse einfach nur so. Also, ich habe auf jeden Fall einen Hack fürs Bauen. Also, eine Idee, wie ihr also bauen könnt. Und das macht man tatsächlich nur in dem Neonhaus. Hier habe ich noch die ganzen Sachen von meinem letzten Hack. Und ich mache es heller. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier die Sachen, die wir nicht brauchen. Wir brauchen hier die Sachen gar nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall diesen Balkon. Und zwar packen wir hier hinter Vorhänge. Hier,
Man kann theoretisch die Vorhänge ganz nach hinten packen. Finde ich auch richtig gut. Und ich glaube, aber man sieht da so ein bisschen durch. Ich kann mir das vorstellen, dass man da so ein bisschen was durchsieht. Mhm. Ich guck mal nach. Ja, genau. Man sieht auf jeden Fall was durch. Aber wenn man halt noch mehrere Layers quasi draufpackt von diesen Vorhängen, dann weiß man nicht mehr, was da genau passiert. Also wir brauchen auf jeden Fall mehrere Ebenen von den Vorhängen, damit es quasi einfach nur weiß ist. Damit man einfach nur nicht mehr sieht, was da ist. Also für mich persönlich macht es Sinn. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Das so dahinter. So, jetzt ist es auf jeden Fall weiß. Ja, okay, vielleicht sieht es ein bisschen komisch aus, aber wenn wir es ein bisschen so schöner gestalten, dann sieht es auch gut aus. Also finde ich persönlich. Es sieht relativ schön aus. Warte mal, vielleicht würde ich das hier so mal hinpacken. Das sieht auf jeden Fall viel besser aus. Und zwar können wir, Leute, hier noch ein Bett hinpacken. Also das können wir quasi, diesen Balkon können wir benutzen als noch so eine Fläche zum Schlafen oder so. Oder vielleicht noch ein PC oder so hinstellen. Ich würde vielleicht das Bett mal hier so einpacken. Ich finde dieses Bett auch richtig schön. Man könnte leider nichts mehr drauf, also als Bilder oder so draufpacken. Leider nicht, aber das ist, glaube ich, auch total in Ordnung. Ich brauche auf jeden Fall einen Tisch. Was? Vielleicht ist es zu groß. Das ist, glaube ich, leider zu groß, aber das hier könnte tatsächlich passen. Oh man, das sieht auch richtig gut aus, ehrlich gesagt, finde ich persönlich. Ah, oh nein, das Bett passt nicht mehr rein. Dann machen wir es so. So, genau. Bräuchten wir einen Stuhl. Soll ich schön, dass ich so edel machen? Ich mach mal edel. Wenn wir schon dabei sind, dann mache ich so edel. Ich weiß nicht, aber welchen Stuhl ich benutzen soll. Soll ich diesen Stuhl benutzen? Dann benutze ich mal diesen Stuhl. Okay, alles klar. Wir packen ein PC dahin. Und ich glaube, das Beste, was da reinpasst, ist, glaube ich, das hier. Ich würde es, glaube ich, auch so machen. So in diese Richtung. Und dann hier vielleicht noch eine Pflanze oder so hinstellen, die auch richtig schön hier stehen könnte. Wow. Und vielleicht noch eine Lampe. So eine, oder vielleicht ein paar Kerzen oder so, was auch so richtig schön sein könnten, theoretisch. Wenn es nur da reinpassen würde. Es passt da rein. Vielleicht noch so eine. Guck doch mal, wie schön das ist, wenn ich das hier so auf anmache. Oh mein Gott, Leute. Also ich persönlich finde es richtig cool. Und das ist einfach nur ein Raum, was quasi auf dem Balkon ist. Aber es ist die Idee, es ist einfach nur mega. Ich frage mich gerade, ob ich einfach nur hier so noch so ein Teppich hinpacken könnte. Aber ich glaube, ich kann es nur in dieser Farbe dann machen, weil es halt auch richtig klein ist. Oder vielleicht in so... Es ist halt so groß. Und ach so, ich kann auch, glaube ich, den Boden erstmal ändern. Weil der Boden ist da auch tatsächlich sehr wichtig. Dann habe ich das hier so, aber das hier würde ich vielleicht ja so halten. Oder vielleicht sogar... Sowas ist eigentlich, sieht eigentlich sehr gut aus. Vielleicht noch ein bisschen gelblicher oder so. Oh, sowas ist auch richtig cute. Und dann vielleicht versuche ich jetzt noch einen Teppich hier zu backen, was relativ klein ist und was passen könnte, theoretisch. Nein, das passt leider nicht. Ja, ich glaube, dass das hier könnte das Beste, was eigentlich wirklich da reinpacken, passen könnte. Und ehrlich gesagt, Leute, das sieht so cozy aus. Das sieht so gut aus. Oh mein Gott, das ist mega. Einfach nur mega. Und wenn ich mich... Dann schläft er einfach nur... Aber ich finde es als Idee mega. Einfach nur mega. Und man kann es einfach nur so gut machen. Liebe ich total. Wir haben jetzt diesen Stuhltisch hier auf jeden Fall. Mit dem Downtown Loft Update. Wir können da quasi so ein Kosmetiktisch machen daraus. Und zwar indem wir einfach nur hier zwei... Am besten... Ja, vielleicht die passen nicht unbedingt. Ah, nein, ich wollte nicht den Tisch wegmachen. Ich würde vielleicht sowas hier nehmen. Ich hoffe, das passt von der Größe her. Also zwei Spiegel bräuchten wir auf jeden Fall. Vielleicht würde ich sowas sogar nehmen, also die Spiegel hier, weil ich glaube, die passen am meisten tatsächlich. Ich würde die einfach nur so richtig nah aneinander hinstecken. Dann sieht es auch ein bisschen besser aus, denke ich mal. Genau, so ungefähr sieht es aus. Richtig, also ist noch in Ordnung, Leute, aber wartet mal ab. Ich habe auf jeden Fall da was vor. Ich muss jetzt noch nur das auch alles schön machen, ne? Es ist ja so, dass es halt, es muss dazu gehören, dass es alles schön gemacht werden muss. Ist halt so. Oh, das kann man richtig gut so im Theater irgendwie benutzen. Das sieht gerade wirklich so aus wie so eine Kosmetikstuhl, so irgendwie im Theater oder so ungefähr. Also finde ich persönlich richtig cool. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Vielleicht hier so ein bisschen so irgendwelche Sächchen mal reintun. Ja, genau. Wir haben auch hier zum Beispiel auch noch sowas in der Richtung auch noch ein Regal. Und darauf können wir auch noch ein paar andere Sachen stapeln und ein paar andere Sachen hinstellen, was wir auch noch so vielleicht brauchen könnten. Irgendwelche Parfums oder noch irgendwas. Vielleicht noch so irgendwelche Sachen auf jeden Fall. Braucht man auf jeden Fall alles. Dann vielleicht so. Genau. Hier könnte man theoretisch ja irgendwelche Sachen hier so hinlegen, was eigentlich richtig schön sein könnte. Für mich persönlich sieht es schön aus. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Also, genau. Ich gucke jetzt einfach nur mal, was wir noch vielleicht haben könnten, theoretisch, was wir noch hier drauf hängen können. Diese schöne
wunderschöne Sächchen hier, Lichter machen. Vielleicht 3 Stückchen. Und dann haben wir einfach nur schon so einen Theater-Kosmetik-Tisch, finde ich, so einen Make-up-Tisch. Einfach nur mega. Also von der Idee her, von der Umsetzung, müsst ihr halt sagen, ob es gut aussieht. Aber ich finde es eigentlich relativ gut von der Idee her. Also könnt ihr auch benutzen für irgendwelche Stories oder so. Es kann auch einfach nur ein Kosmetiktischchen sein, also so ein Make-up-Tischchen sein in eurem Haus. Richtig cool auf jeden Fall. Aber das hier ist, glaube ich, mein Highlight. Das sieht richtig gut aus, Leute. Falls es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke aktivieren. Und falls euch noch was auffällt, oder einfällt, was ich noch machen könnte von irgendwelchen Lifehacks, dann schreibt es auch gerne alles in die Kommentare, Leute. Und ich würde mal sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!